Ja, servus beieinander. Hier stimme ich mich gerade ein mit Räucherstäbchen und mein inneres Kind darf natürlich nicht fehlen, ist immer mit dabei. Ja, und dahin geht die Reise, eine Blumenwiese. Wir sind kurz vor Ostern und ach, es alles sehnt sich nach Frühling und Wärme. Ja, ich beginne locker und fluffig und locker und fluffig. Ja. Und hier siehst du mit Posca und Edding in Gold und Silber entstehen Skizzen. Und gleich sieht man, wohin oder warum ich das mache. Da gibt es ganz tolle Effekte entstehen da. Also passt auch zum Frühling. Na, sieht man es schon? Jetzt gleich müsste man sehen, was ich damit bezwecke. Ja, jetzt sieht man es. Also in dem Augenblick, wenn ich vorher, bevor ich mit Aquarell loslege, da so ein paar Skizzen mit Edding Gold und Silber anfertige, entstehen diese tollen Effekte. Also merken, geht auch für Gesichter. Ja, der Frühling steht vor der Tür und ich glaube, wir alle sehnen uns nach Wärme, nach Sonne, nach ja, Kaffee trinken, draußen, mit Freundinnen und Freunden natürlich. Und deshalb eben jetzt mal dieses Bildchen bunt und fluffig von den Farben her. Wobei natürlich diese Farben sind ja jetzt eher Sommerfarben, die haben wir jetzt im Frühling noch nicht, aber es ist ja wurscht, auf dem Papier ist alles erlaubt. Genau, ein bisschen Blau darf auch nicht fehlen. Und lass es locker angehen, genieß die Zeit mit dir. Vielleicht hast du ja auch die Möglichkeit, über Ostern ein bisschen zu malen. Sofern jetzt da nicht so viele Besuche sind mit deiner Family. Und von den Farben her, wie gehabt, Aquarellstifte, Posca-Stifte, Bleistift, im Endeffekt ist alles wieder erlaubt. Du kannst das Ganze natürlich auch umsetzen mit Acryl. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich wie immer über ein Daumen hoch. Wenn du kein weiteres Video verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Kanal. Ja, hier geht's schon noch ein bisschen weiter, Frau Henningsen. Ja, und jetzt ist die Spielwiese eröffnet, ne? Also es ist nach der ersten Trocknung oder Trockenphase und jetzt kann man mit sämtlichen Stiften, mit Bleistift, mit Aquarellstiften nochmal ein bisschen nachbessern. Ja, oftmals erkennt man ja dann auch bestimmte Blumen, bestimmte Formen. Also lass dich da ruhig inspirieren von den Formen, das was du siehst. Und gerade das zum Schluss liebe ich im Besonderen. Ja, ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei deiner persönlichen Umsetzung von intuitives Malen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, dann besuch mich gerne auf meiner Website und informier dich über eine mögliche Zusammenarbeit, über meine Seminare und Workshops. Hier siehst du übrigens gerade einen kleinen Einblick oder Ausschnitt daraus. Also bis nächste Woche und tschüss, pfiat's euch!